das Spezielle an der Urlaubsregion Murtal ist einfach die Vielfalt. Wir haben Erlebnisse vom Gipfel bis ins Tal. Wir haben im Winter unsere Skiberge, unsere zertifizierten Loipen, ein breites Angebot auch zum Schneeschuhwandern, zum Winterwandern und im Sommer einfach das Wandern, das Radfahren, Mountainbiken, auch die vielen Events, die die Region einfach ausmachen. Und Besonderheit sind natürlich auch unsere über 70 Ausflugsziele für Jung und Alt und im Grunde für jedes Wetter. Die Urlaubsregion Murtal ist natürlich vielfältig, aber speziell was Fonsdorf betrifft, ist die Therme Aqualux, unser Bergbaumuseum, eine tolle Kulinarik, viele, viele wunderbare Ausflugsziele. Das ist etwas ganz Spezielles und Sagenhaftes. Der Vorteil unserer Therme Aqualux in Fonsdorf ist natürlich der, dass vom Kleinstkind mit Wickelauflagen bis zu Mittelalterliche und dann auch für den Großvater und für die Großmutter im Vitadon-Bereich zum Relaxen und Ausspannen. Also alles, was die Familie braucht, haben wir. Also sehr speziell für unsere Region ist, dass wir sehr viele verschiedene Produkte selber machen. Wir haben Zirbenschnaps, wir haben Nudeln, wir haben Zirbenkugeln, wir haben auch sehr viel Säfte, was bei uns in der Region gemacht werden. Das ist für uns, spricht für unsere Region. Auch natürlich, dass wir am Haus, unseren Hausbergen Tierwitzkugeln haben. Das ist für unsere Region wirklich das, was wir haben. Wandern, Skifahren, alles. Das Gute bei uns ist, wir haben Berge von leicht bis schwer für Familien. Wir haben Klettergärten, wir haben Sachen zum Schwimmen, wir haben die Nockiflitzer. Also alles quer durch die Bank, aber die Skigebiete ist alles möglich. Also für Familien würde ich sagen, ist alles dabei. Wir haben Minigolf, dann gibt es ein Rafting-Tour für ein bisschen Ältere. Also Radlfahren kann man. Ich glaube, so vielseitig wie es Murtal aufgestellt ist, ist kaum wo. Bei dem Grünen hin zur Kulinarik, vom Verhockerpott bis zum Steak, vom Formel-1-Auto bis zum E-Bike, vom Spazierengehen an der Mur bis hin zum Schwammelsuchen in Lobming. Wir haben alles, was das Herz begehrt. Leistbar, Spaßfaktor, Wohlbefinden, Wertschätzung. Mehr geht nicht, echt nicht. Ja, das Spezielle ist das höchstpersönlich. Das sind die Dienste der Almbadler. Ich bin ein Almbadler davon. Und wir machen mit den Gästen täglich Wanderungen durch die schöne Thuracher Höhe oder auf der schönen Thuracher Höhe. Mit Stundenzeiten von 3 bis 8 Stunden reine Gehzeit. Wir machen Familienprogramm, wo Alt und Jung mitgehen kann. Für Kinder machen wir Goldwaschen, Bogenschießen wird angeboten, Almgolf. Und es ist einfach schön. Kommt auf hier auf die Thurach. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast am Steirer Frühling. Erzähl mal, wer bist du? Kennt ihr mich nicht? Ich bin der Strobelpeter. Und warum bist du da am Steirer Frühling? Naja, ich bin heute extra nach Wien angereist, weil ich wollte den Wienern und den Steirern, die da sind, ja ein bisschen was erzählen. Und zwar Bekanntes und Unbekanntes, wie zum Beispiel, seht einmal, hier steht er, pfui, der Strobelpeter. Und warum bist du eigentlich da? Weil heuer im Sommer endlich meine Biografie aufgeführt wird, und zwar von der Wandelbühne in St. Lamprecht. Das Spezielle an der Region Murach-Reischberg sind neben den netten, äußerst freundlichen Menschen die Natur. Wir haben einen wunderschönen Skiberg, der im Sommer zum Wanderberg wird. Und was wir haben, ist die wunderschöne Altstadt von Murau, eine jahrhundertealte Bierbrauerstadt mit sehr viel Geschichte, auch der Familie Schwarzenberg. Und das kann man bei uns wunderbar erwandeln und erkunden. Wir sind ein Gebiet für die komplette Familie, auch das ganze Jahr. Das ist unsere Spezialität. Das heißt, nach dem Skifahren kommt der Frühling, putzt den ganzen Schnee weg und dann blüht der Almrausch. Und den Sommer über sind wir eine Traumwanderregion. Und der Herbst hat bei uns eine ganz besondere Magie, sagen wir mal so, wenn alles in den herbstlichen Farben erblüht. Also wir sind vom Herbst über den Winter, über den Frühling, Sommer für die ganze Familie wirklich ein absolutes Highlight. Speziell an der Donauhütte ist eigentlich das, dass wir urige Almhütten, wie man es sich vorstellt, gemischt haben mit einem schönen
Drei-Sterne-Betrieb mit einem schönen Wellnessbereich, wo wir speziell die Zirbe stärken. Das heißt, alles, was wir im Saunabereich machen, machen wir mit der Zirbe. Und das gefällt den Gästen sehr gut, weil die Zirbe, das wissen Sie ja, hat ja die Eigenschaft zu beruhigen. Und wenn man jetzt in einen Naturpark fährt auf Urlaub, dann sucht man ja auch die Ruhe und die findet man dann und die Zirbe tut das dazu bei. Insgesamt, glaube ich, ist es so, dass das Murtal eigentlich die Natur auszeichnet. Wir haben eine spezielle Gebirgsformation. Wir haben sehr viel Grün bei uns im Naturpark im Speziellen. Da haben wir ja zwei markante Berge, also auf der einen Seite die Grebenzen, auf der anderen Seite der Zirbitz und drinnen einbettet ist die Region Naturpark Zirbitzkogelgrebenzen. Also 2019 kommen die Steirer wieder und vor allem auch für die Urlaubsregion Murtal ist der Steiermark-Frühling immer ein Fixpunkt und wir möchten gleich hiermit alle für nächstes Jahr einladen.